Bist du jetzt im Mangel oder in der Fülle? Zwei Beispiele in diesem Video, sehr ähnliche Situation, komplett anderes Verhalten und einmal ein Mangeldenken und einmal ein Füllebewusstsein. Und stell dir die Frage gerade jetzt, bin ich jetzt im Mangeldenken, habe ich jetzt zu wenig und denke vielleicht, ja, wenn ich mein Ziel erreiche, dann werde ich glücklich sein, dann kann ich happy sein, dann werde ich, ja, du weißt schon. Oder bist du jetzt in einem Füllebewusstsein, in der Freude, du gehst dem nach, was dir Spaß und Freude macht, du gehst den Möglichkeiten nach, dann bist du höchstwahrscheinlich in einem Füllebewusstsein. Das erste Beispiel. Und frag dich, ist dieser Mann, diese Person eher im Mangeldenken, wenn man so etwas macht, oder in einem Füllebewusstsein? Dieser Mann, sehr erfolgreich, sehr reich, wurde jetzt schon mehrmals wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Zweites Beispiel. Ein Unternehmer mit 25 Jahren, sehr, sehr erfolgreich, hat sehr viele Millionen auf seinem Konto und sieht, wie seine Kollegen, seine Freunde, ebenfalls sehr erfolgreich, sehr reich, wie die sich verhalten. Sie kaufen sich ein Haus, dann kaufen sie sich noch ein Haus, dann kaufen sie sich eine Villa, dann kaufen sie sich noch mehr Immobilien, dann kaufen sie sich einen Rolls-Royce und noch ein Auto und noch ein Auto und dann brauchen sie noch Mitarbeiter, die auf der einen Seite die gesamten Immobilien betreuen, koordinieren und er braucht noch Mitarbeiter, die dann auch den Fuhrpark leiten und koordinieren. Und er selber hat für sich entschieden, das ist nicht mein Spiel, so möchte ich es nicht machen. Ich lasse mir garantiert nicht vom Geld mein Leben bestimmen und ich lasse mich garantiert nicht versklaven. Wo ich jung war, hatte ich wenig, ich bin ausgekommen. Ich hatte Freude, ich hatte Spaß, ich habe alles gemacht, was ich möchte. Jetzt habe ich viel Geld, ich mache immer noch alles das, was mir Spaß macht. Er wurde überdurchschnittlich erfolgreich. Er hat sich aber nie mit Geld identifiziert. Das heißt, wir können uns jetzt die Frage stellen, bin ich jetzt im Mangeldenken? Habe ich jetzt zu wenig? Glaube ich, wenn ich das erreiche, dann werde ich happy sein, glücklich sein, endlich in Freude leben? Oder bin ich jetzt im Füllebewusstsein? Und alles, was dann kommt an Formen, an Erfolg oder an was auch immer, ist einfach nur das Ergebnis aus meinem jetzigen Füllebewusstsein. Und wenn du das lernen willst, du findest unten einen Link für den Powerkick zum Wochenstart. Da bekommst du immer wieder Tipps und Infos, wie genau das funktioniert. Schön, dass du bei diesem Video dabei warst. Ich hoffe, bis bald.